Da haben wir erstmal die Stirnhöhlen, die beiden Oberkieferhöhlen, die Keilbeinhöhle, die liegt weiter hinten im Schädel, das sehen wir gleich nochmal im Querschnitt, und die Siebbeinzellen, die allerdings nicht sehr häufig betroffen sind. Am häufigsten sind eigentlich die Oberkieferhöhlen betroffen, rechts und links, die Stirnhöhle und mitunter auch die Keilbeinhöhle. Hier haben wir das Ganze nochmal in einem Schädelquerschnitt. Da sehen wir dann nochmal hier die Stirnhöhle. Die Oberkieferhöhlen wären ungefähr hier. Die sind jetzt da nicht zu sehen. Und da haben wir hinten die Keilbeinhöhle. Jetzt ist auch wunderbar hier zu sehen, dass wir Zugänge und Ausgänge haben. Das heißt, es steht mit dem Nasenrachenraum in Verbindung. Wir sehen hier zum Beispiel den von der Oberkieferhöhle, hier von den Oberkieferhöhle den Ausgang. Und da haben wir etwas, das Osteum naturale. Das ist eine Verbindung zu den Kieferhöhlen und die Schleimhaut wächst da hindurch. Das heißt, es ist eine Verbindung, die da besteht. Was natürlich dann Krankheitserreger und so einen wunderbaren Weg bereitet, um dann in die Nebenhöhlen zu gelangen. Wir werden das Bild nachher nochmal sehen, nämlich bei der Form von Therapie, die wir anwenden, weil da kann man dann sehen, wie wir auch diese anatomischen Voraussetzungen nutzen können für die Behandlung. Die sind ausgekleidet, die Nebenhöhlen. Das heißt, es ist ja nicht der blanke Knochen, die da ist, sondern sie sind mit einem sogenannten Becherzellen- und Zilien-Flimmerepithel bestehenden respiratorischen Epithel ausgekleidet. Das heißt, jetzt so viel diese Becherzellen, die erzeugen Schleim. Dadurch haben wir auch die Feuchtigkeit in die Nebenhöhlen. Und das Flimmerepithel, das sagt der Name schon, es flimmert, es bewegt sich und es fördert dann überflüssigen Schleim hinaus. Voraussetzung ist, dass der Schleim eine gute Qualität hat, das heißt, ist er zu zäh, dann schaffen die das nicht mehr, oder ist es zu viel, dann sind sie auch überfordert. Und das ist dann schon mal die Voraussetzung, wo sich wunderbar Bakterien und Ähnliches einnisten können und wir haben ein wunderbares, feuchtes, warmes Milieu für entzündliche bakterielle Erkrankungen. Da sehen wir das nochmal, die Verbindung des Epithels über das Osteum naturale und der Transport des Schleims aus dem heraus aus den Höhlen. Die gesunde Schleimhaut ist etwa 1 Millimeter dick. Durch entzündliche Prozesse kann sie sich dann doch erheblich verdicken. Und das ist häufig das Problem bei chronischen Entzündungen, dass die Schleimhaut nachher so stark mit einbezogen ist, dass die Kieferhöhlen eigentlich vom Volumen her sehr viel kleiner werden. Und gerade dann die Ausgänge, die ja sehr klein sind, durch die geschwollenen Schleimhäute dann kaum noch etwas abfließen kann. So, die Schleimhäute, ich hatte das schon angedeutet, unterliegen heute doch einer erheblichen Provokation. Wir leben ja alle, oder ich sag mal die meisten, nicht ständig in der frischen Luft und Natur, sondern wir, wie gesagt, sehr häufig geheizte Räume im Winter, klimatisierte Räume im Sommer. Und dann noch natürlich durch die Umweltverschmutzung. Da haben wir dann eben Feinstaub und Stickoxide, die wir eben ganz viel in den Städten auch finden. Das ist die reinste Provokation für die Schleimhäute. Das führt meistens dazu, dass wenn wir sehr stark diesen Dingen ausgesetzt, das Flimmerepithel seine Fähigkeit verliert zu flimmern. Das heißt, es transportiert nicht mehr den Schleim ausreichend heraus. Klimaanlagen, Zentralheizung führen häufig zum Austrocknen der Schleimhäute. Ja, auch das ist dann ein wunderbarer Nährboden für
entsprechende Erreger. Der Schleim hat ja auch eine gewisse Abwehrfunktion. Ja, die feuchten Schleimhäute bewahren uns auch vor Infektionen, damit die nicht weiter eindringen können, die Erreger. Chemische Dämpfe, Haushaltsreiniger, Lösungsmittel, ja, kommen wir auch mehr oder weniger mit in Kontakt. Ja, auch das kann dann dazu führen, dass Schleimhäute im schlimmsten Falle verätzt werden. Aber da muss man dann, glaube ich, schon richtig schnüffeln. Aber der ständige Gebrauch davon beeinträchtigt die Funktion und die Wirksamkeit der Schleimhäute eben auch. Ganz schlimm ist Tabakrauch. Tabakrauch führt einfach dazu, dass dieses Flimmerepithel geradezu gelähmt wird. Ja, das verliert mit der Zeit völlig seine Funktion und dann kann eben entsprechender Schleim nicht mehr abtransportiert werden. Auslöser gibt es nun etliche. Ich habe nur die wichtigsten mal aufgezählt. Da haben wir Rhinopathien, das heißt eben Erkältungen und ähnliches. Häufiger Aufenthalt in klimatisierten Räumen, da habe ich schon sehr häufig Patienten gehabt, die ständig in klimatisierten Räumen, zum Beispiel Computerspezialisten, die in Räumen, wo große Rechner sind, die werden alle runtergekühlt wegen der Wärmeentwicklung, die leiden permanent unter irgendwelchen Nebenhöhlenentzündungen und so weiter. Also wer dafür veranlagt ist, ne? Feucht-kaltes Wetter, das kennen wir bei uns im Norden oben ja sehr schön in Hamburg. Deshalb haben wir wahrscheinlich auch so viele Patienten damit, ne? Weil der schöne, kalte, feuchte Wind, immer so 4 Grad Nordost, 6 bis 7 und dann der Regen kommt quer, das ist wunderbar dann dafür. Schlechte Verdauung, ja, das heißt, wenn die Verdauung nicht gut funktioniert, wenn wir ein Mandakne haben, ein schwaches Akne, ja, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht eben der Doshas letztendlich auch. Und da werde ich gleich dann noch aufgehen. Die Ama-Bildung zum Beispiel eben auch, ja, die daraus resultieren kann. Dosha Vrudi, das heißt die Vermehrung eines Doshas. Was dann, wir haben ja hier oberhalb des Zwerchfelles den Bereich, wo Kapha-Dosha sehr stark vorhanden ist. Ja, es kann aber auch Vata-Dosha oder Pitta-Dosha Auslöser für eine Nebenhöhlenerkrankung sein. Da kommen wir gleich noch drauf. Dosha-Gati bedeutet ja, in welche Richtung das Dosha geht. Ja, Urdhvardhan ist das, wenn es nach oben geht. Das heißt, Pitta-Dosha, Vata-Dosha kann dann entweder Pitta oder Kapha-Dosha verstärkt nach oben bringen und was dann eben auch da zu Erkrankungen im Kopfbereich führen kann. Nasenpolypen ist häufige Ursache auch. Wobei man sagen kann, hier gibt's, glaube ich, auch gab's einen Vortrag Behandlung von Nasenpolypen. Kann man auch ayurvedisch ohne Operation behandeln, wenn sie nicht zu groß sind. Die verlegen dann häufig eben in den Nasenmuscheln die Ausgänge der Nebenhöhlen. Ja, weil dann haben wir ein Sierra Grande. Das ist eine Verlegung des Schrothaars. Ja. Zum Beispiel durch eine Geschwulst. Das kann dann so bezeichnet werden. Aber auch physischer und psychischer Stress kann dazu führen. Ja, das erlebe ich sehr häufig, dass Menschen, die beruflich oder privat auch wie sehr gestresst sind, dass die mit den Nebenhöhlen Probleme bekommen. Da habe ich nochmal eine Aufnahme mit einem Schädelschnitt. Da sehen wir nochmal die Stirnhöhle, die Oberkieferhöhlen, die Keilbeinhöhle und die Siebbeinzellen. Da sieht man, das sind so mehrere. Ja, die sind nicht so sehr groß, aber so verteilt dann auch. So, nun bleibt es häufig nicht bei einer reinen Erkrankung der Nebenhöhlen, sondern es kann sich daraus auch eine Folgeerkrankung entwickeln. Da haben wir zum Beispiel die Sinogastritis. Das bedeutet also, wenn der Schleim
den wir hinten haben, wenn der dann schön vielleicht noch durch eine sehr Sekundärinfektion, das heißt, er wird dann gelb und grün, eine Pitta-Beteiligung haben wir dann noch. Und der läuft dann hinten so schön, da bildet sich eine Schleimstraße runter in den Magen, dann kann das durchaus zu einer Gastritis führen. Die Sinobronchitis, das gleiche gilt, wenn es dann eben in die Bronchien hineingerät, ne, und die Keime mit dem Schleim dort hinein gelangen. Orbitalphlegmone, das heißt, bei der Stirnhöhlenerkrankung kann es hier auch zu einem Durchbruch kommen, sodass das Ganze hier in die Augenhöhle hineingeht und dann hat man ein solches dickes Auge. Ja. Das bedeutet also, dass der Knochen auch mit der Zeit in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Die Stirnbeinosteomyelitis, ja, das ist dann hier der Knochen. Das ist das Gleiche eigentlich, wenn durch die Oberkieferhöhle der Knochen hier vorne im Stirnbereich angegriffen wird, weil eben chronisch eine Entzündung vorhanden ist. Ein subperiostaler Abszess, das Periost, das heißt die Knochenhaut, ja, da kann eben auch eine Entzündung drunter entstehen. Durch Wanderung Meningitis ist nun der Albtraum schlechthin, das heißt, wenn durch die Kieferhöhlenerkrankung Keime ins Gehirn wandern und wir dann eine Meningitis haben, ja, das wäre eine mit der schlimmsten Folgeerkrankung. Sinus cavernus Thrombose. Was Sinus cavernus ist, werde ich gleich nochmal erklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Ayurveda-Medizin, in der Behandlung von Nasennebenhöhlenerkrankungen. So, jetzt kommen wir, je nachdem, wie die Doshas beteiligt sind. Also nochmal, es ist nicht nur so, dass aus einem Schnupfen heraus eine Sinusitis entsteht, sondern auch durch die Beteiligung der Doshas, die entweder in dem Bereich sich ausschließlich vermehren oder dort vom Verdauungstrakt, dort mit Hilfe von Vata Dosha hintransportiert werden und sich dort festsetzen. Die Symptome, die wir haben, zum Beispiel bei einer Sinusitis, wo Vata Dosha prominent ist, da finden wir die typischen Merkmale von Vata, die Trockenheit, die Schmerzhaftigkeit, die Empfindlichkeit. Das Sekret ist dann nicht gelblich oder grünlich, sondern bräunlich. Wir haben starke Schmerzen im Stirn- und Schläfenbereich hier, ja. Ohrenschmerzen und Schwindel, Nacken- und Schultermuskulatur sind verspannt. Also wir sehen alles Merkmale, die auf eine Beteiligung, alles Symptome, die auf eine Beteiligung von Vata Dosha hinweisen. Der Patient ist unruhig und überempfindlich und auch Symptome wie zum Beispiel Obstipation, das heißt Verstopfung, kommen dann in dem Zusammenhang vor. Je nach Beteiligung, ja, das heißt auch, wie stark ist jetzt die Beteiligung eines Doshas. Es können auch andere Panchakarma-Behandlungen notwendig werden, als jetzt nur Nasyakarma. Im Falle von einer Beteiligung, sehr starken Beteiligung von Kapha-Dosha, wäre Vamana angezeigt. Ist Pitta-Dosha sehr stark beteiligt, wäre Virechana das Mittel der Wahl. Und Basti bei der Beteiligung von Vata Dosha. Das ist manchmal den Patienten schwer zu erklären, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Nebenhöhlenentzündung und wir machen jetzt Einläufe. Ja, das wird dann nicht immer so im Zusammenhang gesehen. Aber es ist dann, wenn wir eben die starke Beteiligung der Doshas haben, dann wäre es notwendig, das auch zu machen, um dann letztendlich auch dauerhaft eine Besserung oder Heilung in dem Falle zu bekommen.